Hey und herzlich willkommen zurück zu Minecraft, das Mittelalter. Mein Name ist Kumpel und ich hatte tatsächlich vor, heute ein bisschen in den Nether zu gehen. Und zwar drüben bei unserem Ende des Weges. Ne? Habe ich mir so überlegt, sag mal, habe ich automatisch springen können? Kann das sein? Muss ich mir mal kurz... da nicht? Hier vielleicht? Nee. Ich dachte es gerade. Es kam mir gerade so vor. Aber scheinbar doch nicht. Und zwar, wenn ich in Nether gehe, dann werde ich natürlich nicht hier meine besten Sachen anziehen. Den lassen wir natürlich auf, den Goldhelm. Aber ich glaube, wir werden einen ganz normalen Bogen mitnehmen mit Pfeilen. Und so weiter und so fort. Und viele Spitzhacken. Weil ich hätte gerne Ancient Debris. Ich weiß den deutschen Namen jetzt gerade tatsächlich nicht. Oder ich nehme hier einen anderen Goldhelm sogar. Wir können ja nochmal gucken. Achso, Magikanisches haben wir, glaube ich, mittlerweile einige. Das ist so ein Abfallprodukt, wenn man die Welt runterziehen muss auf den, aufs Lokale, um irgendwas zu fixen oder so. Und wieder hochlädt, dann habe ich jedes Mal, wenn ich die Welt runtergeladen habe, andere Sachen an, als ich eigentlich anhab. Damit ich die noch behalten kann, muss ich immer in... Die lassen wir natürlich da. Wo kommt die eigentlich her? Na, jedenfalls... Erinnert ihr euch an die? Ich erinnere mich nicht an die. Jedenfalls, was ich sagen wollte. Das heißt, ich sammle Magikanische. Ich habe auch schon welche zerstört, aber irgendwann war es mir zu schad. Weil das ist ja jetzt nicht irgendwie... Es ist ein bisschen Bug-Using oder so, aber es gehört irgendwie auch dazu, dass ich jedes Mal wieder dieses Ding anhab, wenn ich es runtergeladen habe. Und dadurch habe ich echt eine Menge gehabt schon und... ja, irgendwann habe ich angefangen, sie da reinzuräumen. Ich glaube, ich ziehe dann einfach so ein Magikanisch an, weil auch wenn ich sie nochmal abdownload, dann wird die wieder. Ich würde auch einfach einen ganz stinknormalen Goldhelm anziehen. Wir hatten, glaube ich, hier auch noch irgendwo Zeug. Ach, das sind Kettensachen. Okay, das haben wir da. Da haben wir auch noch mehr Gold. Okay, dann nehme ich doch einen Goldhelm daraus. Den findet ja sonst keiner. Dann nehme ich diesen Goldhelm. Und dann würde ich... Ja, ich nehme jetzt hier so angekrabbelter, ne? Da habe ich halt gar keinen Schutz drauf, irgendwas. Vielleicht lasse ich zumindest die Schuhe an mit dem Federfall. Ja, könnte man machen. Dann brauche ich noch einen normalen Bogen. Normalen Bogen, hätte ich gedacht, hätten wir auch noch irgendwo. Habe ich den vielleicht... Ich gucke immer in die falschen. Da. Dann... Schlag 1, wenn ich den nochmal fixen würde. Ich habe Level 20. Könnte gehen, wenn man die beiden kombiniert. Gucke ich mal gleich. Achso, guck mal, hier sind auch Eisenschwerter verzauberte. Die sind auch eine ganze Menge. Die haben wir irgendwo erhandelt, glaube ich. Da würde ich mir hier so ein Eisenschwert noch auf die Hand nehmen. Ach, ein Totem der Unsterblichkeit könnte ich mir trotzdem mehr mitnehmen. Ich glaube, ein 64er Stack Pfeile sollte erstmal reichen. Ja. Spitzhacken. Nee, Beton. Da sind zwei. Es wäre natürlich besser, wenn wir eine bessere hätten, aber ihr wisst ja, die schneiden ja schon so schon wie Butter durch. So. Ich mache mir direkt mal vier oder so. Vielleicht haben wir auch eine Werkbank, die wir direkt einstecken können, dann brauche ich keine machen. Ich wundere mich immer, wo die hin verschwinden, die Ups. Die Werkbänke. Ist mir ein Rätsel. Warum er mich denn jetzt eigentlich? Skandal. Warte, doch. Da ist doch 11. Dann haben wir gecraftet immer Werkbänke und dann hat man da 11. So. Jetzt, ich räume natürlich mein Zeug oben in die Kiste. Bedarf alles ein wenig der Vorbereitung. Oh, ich habe nur 37 Kartoffeln dabei. Da muss ich nochmal ins Lager zurück. Oh Gott, hier ist ja ein Lärm. Da geht ja auf keine Kuhhaut. So, Kumpelszeugs. Achso, erst ausziehen, ne? Ausziehen. Denn das Opfern teurer Sachen... Habe ich jetzt einen Goldhelm mitgenommen, ja. Das Opfern teurer Sachen, das gewöhne ich mir im Nether ab. Das Sterberisiko ist da einfach zu hoch. Dann habe ich hier meinen tollen Bogen. Und mein... Ah, ist ja eigentlich auch gar nicht so doll, ne? Ist ja auch ein Eisenschwert, habe ich gar nicht gesehen vor lauter Glanzeffekte. Egal. Das bleibe ich meiner Linie treu. Achso, die Schuhe hatte ich gesagt, lasse ich an, ne?
wegen dem Federfall auch. Das kann nützlich sein. Eigentlich bräuchte ich eher irgendeine Feuerresistenz irgendwo drauf. Haben wir, glaube ich, aber nicht. Achso, den Bogen wollte ich reparieren. Sonst noch irgendwas Wertvolles, was ich nicht unbedingt behalten möchte? Nee. Weil dann ist es auch egaler, ne? Also, ob man stirbt oder nicht. Das ist dann irgendwie so ein bisschen wurscht. So, mal schauen, ob wir die nicht zusammengebracht kriegen. Ja. Drei Erfahrungs... Oder was habe ich jetzt gelesen? Keine Ahnung. Man könnte natürlich auch mal ein Schild stattdessen benutzen. Ist das Ding da im Bild? Schild benutzen. Sollte ich das vielleicht doch nochmal neu machen auf 128? Nö, geht schon. So, Werkbank haben wir auch. Gerüst. Boah, wie mir das auf den Sack geht. Alter Schwede. Ich schneide das raus. So, da bin ich wieder. Ja, fürchterlich. Fürchterlich. Irgendwann, wenn ich alleine aufnehme, dann tue ich vorher die Welt immer runterziehen. Dann produzieren wir... Ach, guck mal, da sieht man den... Ah, guck mal. Schön. Fiel mir gar nicht auf, hier vorhin beim Rumrennen. Der neue Boden. Der kein neuer Boden ist, sondern eine Textur. Also zumindest mit Optifine. Die grobe Erde ist nämlich jetzt auch ein bisschen größer geworden, wie man sieht. Ja, noch nicht so gut, aber so, brauche ich dann noch Essen, wollte ich noch auffüllen. Dann tun wir doch einfach hier gerade die Kartoffeln dazu packen. So. Gut. Der Honig, der heilt eine Menge, ne? Der kann eine Menge wegheilen. Mehr als wahrscheinlich eine Kartoffel. Denke ich mal. Aber vielleicht haben wir noch irgendwo tatsächlich einen Feuerschutzzauber. Was ist hier drin? Flamme, 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 Flamme. Unendlichkeit, Unendlichkeit, Unendlichkeit. Okay. Das hätten wir geklärt. Was schubst du mich jetzt rum? Effizienz, Haltbarkeit, Effizienz, Stärke, Plünderung, Schutz, 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 Stärke, 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 5. Schutz, Schutz, Dornen, Haltbarkeit, Effizienz, Federfall, Bann, 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 Bann. Federfall, nee, Behutsamkeit, Schärfe, Schärfe, Schärfe. Flamme, Durchschuss, Schärfe, Plünderung, Behutsamkeit, Schnellladen, Atmung, Behutsamkeit, Behutsamkeit, Schwungkraft, Atmung, Atmung, Nemesis, Wasserläufer. Warum habe ich den Steam an? Warte mal kurz. Ach so, der Rechner rennt ja 24/7 im Moment. Aha, so. Gut. Ach ja, noch was. Ich glaube, die da und die da sollten langen. Weil dann bauen wir nämlich auch kurz noch einen Pferdestall. Ich reite schon mal los, auch wenn es Abend wird. Wir haben ja Stops. Stoppoints. So. Ach, noch eins. Bevor ich es vergesse. Ah, dann schlafen wir da vielleicht doch nochmal hier. Tut mir so leid, tut mir so leid. Aber, folgendes. Eine. Na gut, das ist jetzt nicht so doll. Ich wollte mir ein paar Truhen dahin stellen, um da mein Gedöns reinzuräumen. Es gibt Leute, die stolz auf mich werden. Oder sind. Wie schon wieder neue Rezepte verfügbar. Was ist los mit dir jetzt? Ach, Server. Ich habe dich komplett neu aufgesetzt. Der Scheiß. Ach, das kann auch daran liegen. Wenn der sich irgendwann mal wieder meine Fortschritte merkt, dann bin ich ein glücklicher Mann. Njam, njam. Das war schon doch relativ, aber egal. Wir machen noch ein bisschen Weg heute. Ich nehme dich. Piep, 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 piep. Und hoch geht's. So. So. Der Skytas hat am Spawnhaus gar keinen Stall. Das ist ja hier so eine Zwischenstoppstation. Wow. Wer hat denn den Weg hier gebaut? Sag's mir nicht, und warum stehen da überall Dornen am Weg? Ne, Pferd, bitte.
Nicht rumbummeln. Steigen geht gar nicht. Es gibt Pferde, die steigen ihr ganzes Leben nie. Gut, das sind auch eher so sanftmütige Tiere dann und nicht so ein galoppierender Galoppelheinz hier. Also die Steuerung der Pferde ist schon sehr hardcore irgendwie gefühlt, wirklich mit dem Spieler. Dadurch, dass man halt mit der Maus lenkt, ne? Ja, es ist eigentlich schräg. Warum man eigentlich die Pferde nicht mit WASD steuert, ist mir... Tut man, glaube ich, auch, ne? So. Ach, ist ja gemütlich hier, wenn man hier so ankommt. Die Betten habe ich ja nach oben gestellt, ne? War hier ein Junge eins? Ach, da war ja sogar ein Bett. Da war schon immer ein Bett. Und wir wussten es nicht. Wahrscheinlich habe ich jetzt dem Skyter seinen Punkt weggemacht. Weiß ich nicht, ob zwei Leute sich das Bett teilen können. Ich weiß nicht, ob Minecraft da so das Sharing unterstützt. Ach Gott. Das ist aber reitmäßig, ist das aber nix. So, wir sind wieder bei den Blumen. Der Weg muss auch noch irgendwie verschönert werden bei Gelegenheit. Mein Pferd flackert, kann er sein. Ich versuche ja, das Pferd eigentlich sanft zu reiten, aber auch der Weg lässt es nicht zu. Man sollte meinen, das wäre ein reitbarer Weg, aber es kommt einem doch so vor, als würde man in den Abhang stürzen. Boah. Aber es geht schnell. Also da gibt es kein Vertun. Man macht echt Strecke auf so einem Weg. Hallo Schaf. Die Abbaugeschwindigkeit auf Pferden reduziert. Karlshorn. Karlshorn. Komm, runter, runter. So, wo war ich? Da komm bleiben. So. Gut, gut. Ach so. Wir warten noch auf den Grass Path. Oder auf die 17 alternativ. Beides geht. Ach, guck mal, eine Werkbank. Ach, guck mal, ein Dorf. So, das ist übrigens hier dieser Dirt Pass, Grass Pass ist übrigens ja kein Optifine tatsächlich. Sondern der hat halt random durch Minecraft. Aber das habe ich nur einmal gemacht. Das eignet sich halt nicht oft nicht. Und das macht das Spiel für Leute, die kein Optifine haben, auch immer, also das Texture Pack immer größer. Wir haben ja aktuell durchaus Schwierigkeiten schon von Leuten, die zu kleine Systeme benutzen und bei denen dann das Game mit dem Texture Pack crasht. Deshalb kann ich an der Stelle jetzt nur mal aus die Empfehlung aussprechen. Für Minecraft Java Edition mittlerweile mindestens 8 GB Arbeitsspeicher im System, also im Rechner, und darüber hinaus dann bitte zusehen, dass man Minecraft tatsächlich 4 GB davon zuweist. Ich habe das durchgetestet, das läuft stabil. Ich habe es also wirklich durchgetestet und es läuft dann stabil und ja. Aber das ist halt, ja, also das ist mittlerweile halt echt ein Problem. Wie groß Minecraft eigentlich geworden ist. Man kann sich das auf CurseForge mal eindrucksvoll angucken, wie groß das Texture Pack geworden ist von der 1.8 bis jetzt. Das ist ja mit MBs aufgelistet. Da sieht man dann halt auch die Schwierigkeit, die da entsteht. Ich bin so talentiert. Warum mache ich das hier überhaupt? Wer will sich das angucken? So. Aber warte mal, die erkennt man auch nicht so wahnsinnig gut, die Tore. Ich mach's mal so. Das ist jetzt zum Pferd geflogen. Das war so klar. Ich hoffe, Pferd, das gefällt dir so. Da. Da können wir auch hier mal die Fackel wegnehmen. Die sitzen wir einfach am Baum. So. Und machen wir auch nochmal. Ich habe gar nicht so viel Kohle dabei. Haben wir hier noch Kohle, die ich mitnehmen könnte? Ich sollte hier vielleicht mal meinen Spawnpunkt setzen. Hier ist tatsächlich noch Kohle. Weiß ich nicht, ob ich die so im vollen Umfang brauche.
glaube, ich mache das anders. Ich mache mir einfach noch mal ein paar Fackeln und das ist gut. Ne, ist ein Ofen. Oh, Eisen. So, ein paar Fackeln. Mal gucken, dass es so ein bisschen aufgeht. Tack, tack, tack. Tack. Mehr geht auch nicht. Durch die restliche Kohle auch wieder zurück. Merkwürdiges Kistensystem hat der Herr hier gebaut. Und dann lassen wir aber auch die Zäunchen hier. Weil die müssen wir auch nicht im Nether verbrennen. 3 Truhen habe ich dabei. Da sind nochmal 2 Truhen. Dann mache ich doch hier 4 Truhen. Das Bett bräuchte ich eigentlich gar nicht an der Stelle. So. Ach ja, sind wir bereit? Ich weiß es nicht. Ich weiß nie, ob ich bereit für Nether bin. Wo ich mir hier so gerade angucke. Ja, mach du mal Portal. Setzen wir da auch noch ein bisschen Licht hin. Dass man hier vielleicht ein bisschen ja, nicht direkt bemonstert wird, wenn man rauskommt. Na dann, Mantau. 40 Pfeile habe ich auch. Mal gucken, wo uns das hier hinführt. Ich habe kein Feuerzeug dabei. Ich gehe wieder. Wie kann man das vergessen? Kies. Wo kriege ich jetzt Kies her? Haben wir einen Flintstone hier? Haben wir noch einen Flintstone? Es muss doch hier einen Flintstone geben. Muss es doch irgendwo einen Flintstone geben. Ein Flintstone, als hätte er auf uns gewartet. Hui. Das ist ja eine gute Geschichte. Ja. Das ist, wenn man nicht so richtig guckt, was man macht, sondern nur so falsch. So. Werkbank kann ich auch dabei, habe ich gesagt. So, nochmal. Entschuldigung. Aha. Jetzt sind wir in einem anderen Teil des Nethers. Ich hatte die Hoffnung. Aha. Ich hatte so ein bisschen die Hoffnung, dass hier alles ein bisschen besser sein würde. Was Neuigkeiten angeht. Aber gut, wir gehen einfach hier in der Nähe des Portals. Ich glaube hier. Das sind so Entscheidungen, die das Leben verändern können. Gehen wir nach unten. Nehme ich Quarz mit, wenn ich hier bin. Was? Wo ist der? Ach, da. Der schießt uns jetzt auch gleich das Portal aus. Das ist ja unverschämt. Oh. Wie günstig. Was haben wir gekriegt? Ich dachte, die geben was Besseres. Gut, meine Fackel ist dann... Ach nee, doch nicht. Er meint's ja nur gut, ne? Er wollte uns hier sozusagen den Weg frei machen. Ja, wenn er da schon angefangen hat, was soll's. Ich hab doch einen Goldhelm auf. Nicht, dass es einen Gast jemals interessiert hätte. So. Leider keine Abwechslung für uns. Aber das hier müsste neuer Nether sein, oder? Sehe ich das falsch? Ich weiß es halt nicht. Man kann es nicht erkennen, wenn man im alten Biom landet. Hm. Das kann natürlich auch alter Nether sein, einfach aus dem Grund heraus, weil das hier die Strecke... Ach, warte mal. Ich glaube, wir sind hier... Das ist völlig sinnfrei, was ich hier tue. Die Idee war gut, aber die Umsetzung ist wie immer mangelhaft. Denn... Wenn ich so drüber nachdenke, dann liegt das hier irgendwie ungefähr auf der Route. Dann liegt es hier ungefähr auf der Route. Was ist denn das da? Da ist eine Fackel. Ja, dann auf Wiedersehen.
Hat ja gut geklappt. Auf Wiedersehen. Wir sind hier auf der Route ins Mesa-Biom. Verdammt. Ah. So gut vorbereitet. Komm mit, Pferd. Ah, es tut mir so leid. Misserfolge gehören bei Minecraft Survival Spielen einfach dazu. Das ist nicht der schlimmste, den ich je gesehen habe, aber er ist definitiv einer. Fürchterlich. Die Frage ist, ob wir das andere Netherportal auf der Insel nochmal finden. So verbringt man auch seine Zeit, ne? Ratzfatz, Folge um. Bisschen Serverabsturz. Im Nether gehen und denken, oh, super Idee. Das ist ein schwarzes Pferd. Ich dachte gerade, was ist das denn für ein Monster? Wenn ich so zeitlich schätze, könnte es knapp werden. Aber wir haben es ja eilig. Da müssen wir jetzt durch. Dann wird es halt knapp. Die Musik ist dafür sehr schön. So, jetzt sind wir erst im Blumenbiom so richtig. Das Querverkehr, habe ich gesehen. Jetzt ist Nacht. Jetzt wird es ein bisschen gefährlicher. Wobei ich nicht sicher bin, ob das bei unserem Reisetempo wirklich der Fall ist. Ich sehe auch überhaupt nichts. So. Ja, doch, da ist wer. Auf Wiedersehen. Schon auch in ein sehr dunkles Gebäude eigentlich. Schnarch, schnarch. Ja. Gut, wir werden dann gleich weitergehen in den Nether. Ich hoffe, die Folgenlänge ist jetzt nicht zu kurz wegen diesem Cut, aber wir werden es erleben und danke fürs dabei gewesen sein. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ciao.